Es ist so abgedroschen, aber es ist echt eine Familie hier. Ich hatte, glaube ich, 6 einfach mega spannende und intensive Wochen und am Ende sind mir, wie gesagt, die Tränen gelaufen. Ein Freund hat mir erzählt, dass er hier voll Cooles macht. Da habe ich gesagt, ey, zeig mir mal, was du da machst. Es sind eigentlich immer relativ schöne Momente. Es gibt hier relativ viele schöne Momente. Ich glaube tatsächlich, das ist die große Qualität der Staufen-Festspiele, dass man auf der Suche nach künstlerischer Exzellenz, die wir zweifelsohne in uns tragen und auf die Bühne bringen, aber eben den Nährboden, das Ehrenamt, die Amateure, die uns auf dem Weg begleiten und die Energie und das Feuer, das diese Menschen leben, eben auch bei den Profis, bei den Topstars im Grunde genommen erneut entfacht bekommen. Ich habe einfach gemerkt, dass Kunst und Kultur die Menschen zusammenführt, dass das Kommunikation schafft, dass es Verbindung schafft. Für die Menschen in dieser Region und vor allem auch für junge Menschen ist dieses gemeinsam an einem Strang zu ziehen, ein Ziel zu haben, auf dieses Ziel zu arbeiten, damit Erfolg zu haben, das ist ein unvergessliches Moment in ihrem Leben und es bereichert sie, das macht sie stark fürs Leben, das macht sie resilient. Und das war so die Idee, über die Kraft der Musik und über die Kraft des Theaters einfach für diese Region unverwechselbare, wichtige, tolle Momente zu schaffen. Ich glaube tatsächlich, unsere Aufgabe ist es eben, eine Bürgerschaft, eine Stadtgesellschaft in Kontakt miteinander zu bringen, den Menschen Gefühl zu vermitteln, dass gemeinsam große Dinge eben möglich sind. Durch die Begegnung zwischen Amateuren und Profis bringen wir die Amateure dazu, gemeinsam mit den Profis Spitzenleistung zu bringen. Und die Profis wiederum kriegen von den Amateuren eine unglaubliche Lebensfreude mit. Es ist auch, Kultur ist immer ein soziales Projekt. Im professionellen Kulturbetrieb wird manchmal auch wie überall einfach professionell abgearbeitet. Und hier wird das zelebriert und gefeiert und ganz anders mit Leben gefüllt. Ich fühle mich so ein bisschen hier daheim, ganz ehrlich. Also ich komme immer gerne.